Kleine. Die Kleine. Hat mal wieder von nichts eine Ahnung. Nur weil ich bei eurem Theater nicht mitmache. Kim, hör auf. Wir wollen heute einfach Danas Geburtstag feiern und einfach mal alles vergessen. Wie soll das funktionieren? Wir denken doch an nichts anderes mehr. Warum geben wir das nicht einfach zu? Wem wäre damit denn geholfen? Wenigstens würden wir hier nicht wie Zombies rumlaufen und so tun, als würden wir uns total gut amüsieren. Und als wäre es normal, dass du Dana so einen scheußlichen Hut schenkst, wie für ein Zirkuspferd. Kim, jetzt reicht's aber wirklich. Ja, mir reicht es auch. Mein Vater hätte schon längst was gegen diesen Dreckskerl von Vergewaltiger unternommen. Willst du nicht wenigstens deine Geschenke auspacken, mein Schatz? Dann lass uns doch die Torte anschneiden. Kim hat recht. Dieses Getue ist wirklich unerträglich. Entschuldigt bitte, aber ich muss echt hier raus. Also das hast du ja toll hingekriegt. Ich werde mal nach ihr sehen. Hagen. Hagen, bleib du wenigstens da. Tut mir leid, ich habe noch einen wichtigen Termin im Gestüt. Bis dann. Das ist ja eine großartige Geburtstagsfeier. Ja, was denn? Kim hat recht. Langsam geht hier alles vor die Hunde. Ich versuche weiterzumachen. Normalität herzustellen. Das ist auch für Marlene das Beste. Ja, das haben wir ja gerade schön gesehen. Sie ist gegangen, weil du angefangen hast, rumzubrüllen. Rumzubrüllen? Soll ich mal rumbrüllen? Das ist doch alles nicht mehr zum Aushalten hier. Ich muss mit ansehen, wie meine Tochter zerbricht. Tristan kommt in den Knast und... Meine Tochter stört das nicht mal. Es scheint sie nicht mal aus ihrer Apathie zu reißen. Deine Tochter ist ein Opfer. Sie ist seelisch verwundet und traumatisiert. Mann, wann verstehst du das endlich? Ich verstehe nur, dass meine Tochter sich nicht helfen lässt. Und ich kann nichts tun, um das zu verhindern. Marlene! Marlene, ist es okay, wenn ich dich begleite? Natürlich, obwohl du jetzt eigentlich feiern solltest. Torte essen macht eh bloß Tick. Denkst du, Kim hat recht? Du meinst die Sachen mit dem... Nein, den tauschen wir um. Ich meine, wie wir uns verhalten. Keine Ahnung. Sie hat ja recht. Ich kann wirklich an kaum etwas anderes denken. Aber verdammt noch mal, muss ich denn dann auch ständig darüber reden? Du musst gar nichts. Oh Gott, ich will aber auch nicht, dass ihr darunter leidet. Hör bitte auf, dir Sorgen um uns zu machen. Geh mal in Panikattacken und geh mit Pfefferspray auf andere Leute los. Ja, aber dass Tristan ins Gefängnis muss. Ist auch nicht deine Schuld. Er hätte ja nicht auf Alexander losgehen müssen. Du hast das doch auch getan. Ich sehe zu, wie er bestraft wird, obwohl ich ihm helfen könnte. Wenn du darüber reden würdest, was passiert ist, das wird dir helfen. Das sagt Sebastian auch. Wenn du dich entscheidest, zur Polizei zu gehen, ich komme mit dir. Ich war da. Bei der Polizei? Ich habe mir vorgestellt, wie ich die ganzen Fragen beantworten muss. Und dann im Gerichtssaal noch mal und dass er auch da ist. Alexander. Und ich habe mich einfach so hilflos gefühlt, genau wie an diesem Abend. Ich hasse mich selbst dafür, aber... Ich konnte einfach nicht. Tut mir leid, dass ich einfach abgehauen bin. Ziemlicher Lärm hier. Aber wesentlich besser als Danas Punkphase damals. Ich habe mir immer gesagt, wenn alle drei aus der Pubertät raus sind, dann kann es nur noch besser werden. Hey, wo willst du hin? Raus. Wie meinst du nicht, du solltest dich vorher noch mal bei Papa entschuldigen? Wieso? Habe ich irgendwas gesagt, was nicht stimmt? So reden wir nicht miteinander. Das ist nicht in Ordnung. Nein, wir reden überhaupt nicht mehr miteinander. Oder wir schreien uns an, wie ihr eben. Wir müssen Marlene klar machen, dass sie zur Polizei geht. Damit dieses Schwein endlich ins Gefängnis kommt. Es bleibt ihre Entscheidung, ob sie zur Polizei geht oder nicht. Sie ist doch überhaupt nicht mehr in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen. K.
Kim, wir können sie nicht zwingen. Okay. Dann machen wir am besten gar nichts. Vielleicht verschwindet das Problem ja von selbst. Kim! Hey! Geht's dir besser? Sorry wegen vorhin. Ich wollte dir deine Party nicht verderben. Wir können ja noch mal ganz von vorne anfangen. Hauptsache ist noch Kuchen da. Mama. Hey. Ja. Alles in Sag mal, war das wirklich nötig vorhin? Was denn? Ich hab doch nur die Wahrheit gesagt. Die Wahrheit ist aber manchmal nicht so einfach, wie du sie gerne hättest. Aber es muss doch was passieren. Wir werden sonst alle verrückt und du bist auch schon völlig durch den Wind. Ich komm schon klar. Ja, und deshalb hast du auch das Gatter von Dionysos offen gelassen. Passiert dir bestimmt ständig. Ist ja noch mal gut gegangen. Diesmal ja. Aber es hätte was passieren können. Es kann immer was passieren. Warum kapiert ihr das denn nicht? Du musst keine Angst haben. Wir passen auf dich auf. Na komm, lass uns nach Hause gehen und wir feiern noch ein bisschen. Sorry, mir ist nicht nach Feiern. Außerdem wollte ich noch mal in die Firma. Ich dachte, du hast heute frei. Ja, Ansgar kommt heute wieder zurück und ich wollte noch mal nach dem Rechten sehen. Okay. Ciao. Wie war Danas Geburtstag? War nicht so prickelnd. Ich glaube, Dana und ich feiern lieber später weiter. Hast du schon was gehört wegen der Anzeige von Alexander? Noch ist alles offen. Und was heißt das? Ich bin vorbestraft und ich habe versucht, ihn umzubringen. Wenn ich Pech habe, komme ich in Untersuchungshaft. Was ich nicht hoffe, die Küche da ist echt miserabel. Und Ansgar wollte ich es eigentlich auch nicht so leicht machen, mich aus dem Gremium zu kicken und Lahnstein Entertainment einzustampfen. Und wenn wir Sebastian doch einweihen? Vielleicht findet er irgendeine Lösung. Damit würde die Vergewaltigung aktenkundig und ein Verfahren eingeleitet. Die drehen Marlene im Zeugenstand durch die Mangel, das kann ich ihr nicht antun. Du würdest das Gleiche tun. Von Lahnstein? Das ist Ihr letztes Wort? Hast du Tristan gesehen? Es gibt Neuigkeiten. Keine guten, so wie du aussiehst. Der Haftrichter besteht darauf, dass er in Untersuchungshaft geht. Wieso das denn? Geständnis hin oder her. Der Richter argumentiert, dass Fluchtgefahr besteht. Er hätte ja die finanziellen Mittel, sich irgendwo ein anderes Leben aufzubauen. Und er ist vorbestraft. Der Staatsanwalt wird auf versuchten Mord plädieren. Ja gut, er will natürlich demonstrieren, dass der dekadente Adel bei ihm keine Vorzugsbehandlung genießt. Aber mit diesem Schwachsinn lasse ich ihn nicht durchkommen vor Gericht. Okay. Was hast du vor? Ich hätte noch sehr viel vor. Aber dafür muss ich endlich wissen, warum er so ausgerastet ist. Hagen. Ich kann ihn da doch nur noch raushauen, wenn du mir endlich sagst, was du weißt. Jetzt! Ich kann dir nicht mehr sagen als Tristan. Jetzt komm mir bitte nicht auch noch mit dieser gequirlten Scheiße! Es geht um unseren kleinen Bruder, verdammt nochmal! Der dir nichts im Leben wirklich ernst nimmt. Und der soll jetzt rot gesehen haben, weil Alexander sich ein bisschen über sein Musical lustig gemacht hat? Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Du musst das nicht verstehen. Ich muss das vor allem nicht glauben. Hagen. Es geht hier nicht um irgendeine kleine Schulhofprügelei. Wenn das Gericht Alexanders Version glaubt, dann wandert Tristan für Jahre in den Bau. Und wie die Mitinsassen sich über diesen kleinen neuen Prinzen freuen werden, das überlasse ich jetzt deiner Fantasie. Sebastian. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Nein, ich möchte zu Tristan. Würden Sie mich bitte anmelden? Vielen Dank. Ah, da ist er schon. Marlene. Schön, dich zu sehen. Ich wollte mal fragen, ob es was Neues gibt. Heute war doch dieser Haftprüfungstermin oder wie auch immer das heißt.
Sieht so aus, als hätte ich endlich mal Zeit, den gesamten Dostojewski zu lesen. Und ich werde dieses Jahr wohl nicht in den üblichen Vorweihnachtsstress geraten. Heißt das, du... Komm, lass uns drüber gehen. Bis zur Verhandlung muss ich in Untersuchungshaft. Jetzt guck mich nicht so entsetzt an. Ich habe Erfahrung mit dem Hotel. Das ist alles halb so wild, wie es sich anhört. Ich muss unbedingt zur Polizei. Du musst gar nichts. Wir haben das alles besprochen. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass du ins Gefängnis musst. Du hast mich nicht darum gebeten, dass ich auf Alexander losgehe. Das war allein meine Entscheidung. Und egal, was jetzt kommt, ich bereue gar nichts. Herr Wolf, wollten Sie zu mir? Nein, ich war in der Personalabteilung, habe gerade Unterlagen abgegeben für die Versicherung. Sehen Sie, und ich dachte, Sie wollten mit mir über ein juristisches Problem reden. Erinnern Sie sich, vor ein paar Tagen, da haben Sie schon mal meinen Rat eingeholt. Ja, nein. Alles gut. Apropos, wie geht's denn dem Mädchen, das vergewaltigt worden ist? Die Tochter von Freunden, so war's doch, nicht wahr? Ich glaube, es ist besser, ich... Herr Wolf, Sie sind ein ganz miserabler Lügner. Was soll es hier werden? Eine Art Kreuzverhör? Ich versuche nur, die Wahrheit herauszufinden. Die Wahrheit, die offensichtlich jeder hier vertuschen will. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. So, und jetzt? Ich glaube, Marlene ist Opfer einer Vergewaltigung geworden. Und Tristan hat den Vergewaltiger tätlich angegriffen. Alexander Reinsberg. Tristan wandert ins Gefängnis. Nur weil er nicht will, dass Marlene sich einem Vergewaltigungsprozess aussetzen muss. Das ist Wahnsinn! Ich muss Sie bitten, mit solchen Verleumdungen über meine Tochter in Zukunft etwas vorsichtiger umzugehen. Und jetzt möchte ich bitte gehen. Kann ich Sie mal ganz kurz sprechen? Es geht um Tristan. Wo ist Marlene? Sie schläft. Warum? Hör auf mit diesen Spielchen. Kim hat mir alles erzählt. Weil sie es nicht mehr mit ansehen konnte. Sie scheint im Übrigen die Einzige zu sein, die hier noch einen Funken Verstand hat. Es geht aber nicht um das, was Kim will, sondern um Marlene. Deine kleine Schwester geht gerade kaputt. Ist dir das klar? Und Tristan wandert in den Knast. Was für eine Scheiße zieht ihr eigentlich ab? Er hat eine Entscheidung getroffen. Weil er ein romantischer Spinner ist, der sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was für Konsequenzen sein Schweigen hat. Schon mal darüber nachgedacht, dass Alexander auch eine Gefahr für andere Frauen ist? Wenn er weiterhin so frei herumläuft? Ihr deckt eine Straftat, weil ihr das Opfer bestärkt, weiter zu schweigen. Das ist Wahnsinn! Es geht ihr verdammt noch mal nicht gut. Du weißt doch am besten, was für eine Belastung so ein Prozess darstellt. Ich weiß vor allem, wie es im Knast aussieht und dass Tristan das auf die Dauer nicht durchhält. Vor Selbstmitleid zerfließt. Selbstmitleid? Sag mal, spinnst du? Marlene ist hier das Opfer. Selbst wenn sie zur Polizei gehen würde, sie hat doch eh keine Chance. Sie hat alle Beweise verbrannt. Sie hat aber immer noch weniger zu verlieren als Tristan. Er ist vorbestraft. Wenn er nicht in den Knast geht, dann wandert er in die Klapse. Ich sag dir was. Ich werde nicht untätig zusehen, wie unser Bruder sein Leben wegwirft. Ja, zeige ich selbst Alexander an. Und dann muss Marlene aussagen.
Jedenfalls froh, dass Kim mir endlich alles erzählt hat. Jetzt müssen wir Marlene nur noch überzeugen, endlich ihre Aussage zu machen. Wie oft denn noch? Marlene wird da rausgehalten. Du gehst mir langsam auf die Nerven mit deinem Heldengetue. Du und Marlene, ihr deckt einen Vergewaltiger. Der zu 87% freigesprochen wird, egal was Marlene aussagt. Es steht ihr Wort gegen seins. Und wenn sie den Prozess wirklich verliert, dann steht sie als Lügnerin da, die sich alles nur ausgedacht hat. Willst du eigentlich, dass das ewig so weitergeht? Tristan, es wird sich nichts ändern, wenn nicht endlich jemand die Initiative ergreift und sich wehrt. Soll sie sich vielleicht für die gute Sache opfern? Ihre Nerven, ihre Karriere, ihren Ruf? Aber genau das willst du doch gerade tun! Ist dir eigentlich klar, dass die Presse diese ganzen alten Geschichten wieder ausgegraben hat? Willst du ewig der Psychograf bleiben, der grundlos um sich schlägt? Ist der Ruf jetzt ruiniert? Was soll ich machen? Sag's mir. Wenn du unter diesen Umständen dein Mandat niederlegen willst, dann... Das könnte dir so passen. So schnell wirst du mich nicht los. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Moment bitte. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Verraten Sie mir dieses Mal, was Sie auf dem Herzen haben. Ich möchte eine Anzeige machen. Worum geht's denn? Ich bin vergewaltigt worden.